Hallo zusammen, ich habe schon ein Video, ein Short-Video gemacht über die Geschichte und jetzt heute in der ausführlichen Anleitung. Wir haben solche Kühlboxen, wir bauen seit 50 Jahren Kühlboxen und früher hatten wir von 1966 bis etwa 1972 diesen Kompressor verbaut. Das ist der Danfoss auf dem PW-Chassis, heißt BD3, lief noch mit R12. Dann kam dieser Kompressor ab 1972 bis etwa 1998. Die ersten liefen mit R12 Kältemittel und nachher wurde umgestellt auf R134a. Dann etwa ab 97, 98 kam dieser Kompressor hier, das ist der BD35 als Hauptgruppe, das ist der meistverbaute 12-Volt-Kompressor auf dem Weltmarkt, wurde mit R134a eingeführt, nachher kam der Wechsel, heute gibt es den 35K, der mit R600A läuft. Und das ist jetzt hier die neueste Entwicklung. Ich stelle den wieder neben. Das ist der Nano. Haben alle Kompressoren etwa die gleiche Leistung. Und hier, den gibt es jetzt neu. Zwar noch mit R134A, weil in gewissen Ländern ist das Kältemittel noch erlaubt. Aber bei uns kommt er effektiv nur mit dem organischen Kältemittel R600A. Aus diesen Kompressoren oder mit diesen Kompressoren entstanden solche Kühlboxen oder solche Aggregate. Jetzt die zwei, das ist wirklich Geschichte, die könnt ihr nicht mehr kaufen, außer ihr habt ein Museum, dann reden wir drüber, weil von dem hätte ich noch ein paar und da wird schwer. Aber egal. Die zwei Kompressoren, das sehen wir, die haben schon einen massiven Unterschied in der Baugröße, obwohl die gleiche Leistung. Das Geheimnis hier drin ist, wir fahren mit einer höheren Drehzahl. Durch das haben wir das gleiche Fördervolumen an Gas. Fördervolumen heißt auch gleiche Kälteleistung. Etwa gleiche Kälteleistung, hat ein bisschen Unterschiede, aber wir sind hier genau gleich. Jetzt denke ich, ja gut, jetzt werden die Kühlboxen viel kleiner. Nur, jetzt überkommt auch die Physik. Bei diesem Kompressor haben wir diesen Wärmetauscher als Grundlage. Da hatten wir schon hier hatten wir noch irgendwas anderes. Und wenn ich dann dieses Aggregat davor stelle, dann ist dieser Wärmetauscher drin, kommt ein Ventilator und der Kompressor. Hier noch mit Kupplungen. Jetzt gibt es schon Leute, die sagen, der Ventilator ist zu laut. Wir machen hier einen Ventilator rein, der langsamer dreht und weniger Luft durchlässt. Da habe ich schon mal ein Video gemacht drüber, über leise Flüsterlüfter. Nur, das bringt es nicht. Ich muss ja die Luft durch den Wärmetauscher durchziehen. Jetzt, wenn ich den Kompressor nehme, der ja die gleiche Leistung hat, brauche ich ja auch einen gleichen Kondensator, der die gleiche Leistung hat. Und hier ist Physik. Der Wärmeübertrag über dieses Metall, die Wärmeabfuhr, wird nicht besser. Ich könnte zwar einen größeren Lüfter einsetzen, der viel mehr lüftet, aber dann geht der Lärm wieder nach oben. Also momentan bleiben wir, das gibt es noch nicht, weil der Kompressor ist ja neu und die erste Palette, das sind 200 Stück drauf, die kriegen wir erst, versprochen ist dieser Monat, aber ich glaube noch nicht dran. Wahrscheinlich wird es dann November, Dezember, eher November. Wir haben auch noch Kompressoren am Lager von dem und das Produkt umstellen, das ist eine längere Geschichte. Ja, jetzt haben wir dieses Aggregat hier. Den stellen wir weg als Einzelkompressor. Jetzt kommt das hier. Ich muss ja hier auch einen Lüfter dazwischen bauen. Ja, es bleibt sich gleich. Ich habe einfach einen kleinen Kompressor. Es macht nicht viel aus. Hier habe ich jetzt noch Kupplungen drauf. Diese Kupplungen haben sich bewährt, sind relativ teuer, aber sie funktionieren.
Ich habe jetzt hier neue Kupplungen gekriegt. Da geht nichts durch, wenn sie zu sind. Aber das ist eine andere Geschichte, die wären kleiner. Aber was nützt mir oder euch eine Kupplung, die nicht sauber funktioniert? Bei euch kühlt es nicht und bei mir habe ich dann nur Diskussion mit euch, weil es nicht kühlt. Also wenn eine Kupplung, die muss man aufschrauben können, hier mal mit Schlüssel und dann wieder zusammenschrauben und dann soll sie dichten. Es gibt noch On-Way-Kupplungen, aber das lassen wir die Finger davon, weil die sind verboten in der Schweiz. Ja, das ist dieser kleine Kompressor. Von der Befestigung her, wir hatten hier ein Standardmaß, das hat sich irgendwo durchgesetzt, 70 mal 170, also der Lochabstand unten, 170 mal 70, das war bei dem Kompressor dasselbe, bei dem Kompressor dasselbe. Und wenn wir jetzt den hier hin halten, dieser Kompressor hat eine neue Aufhängung, hat neue Füße, das ändert sich jetzt auch, aber das ist, ich denke, wenn es eine neue Kühlbox gibt oder irgendwas drin, wird sich dann das auch 4 neue Löcher machen, ist in der Produktion eigentlich kein Problem. Der Kompressor kommt nicht so schnell, weil wir alles noch Lager haben. Wir haben auch ja durch Corona gelernt, dass wir nicht mehr just in time so beliefern können oder Ware kriegen. Da haben wir wirklich teilweise massiv Probleme gehabt. Aus diesem Grund haben wir noch ein bisschen Lager. Wir haben die Lager aufgestockt. Und das muss erst abgearbeitet werden, das Zeug muss geändert werden. Und wenn wir jetzt so eine Kühlbox nehmen hier und wir schauen uns das Maschinenfach an, die sind richtig groß ausgelegt. Also die ändern nicht, weil wir müssten ja die ganze Box ändern, das neue Gehäuse ändern. Also das Innengehäuse könnte ja dann, also das Innenvolumen könnte bei der gleichen Box größer werden. Wird nicht so schnell passieren. Es wird sicher Anbieter geben, die schneller sind als wir. Dann kommt dann vielleicht dieser Kompressor rein. Verlinke ich euch in der Endcard ein Video über die Marktansichten, also meine persönliche Marktansicht. Da sage ich euch, es gibt Kompressorkühlboxen. Die kriege ich mittlerweile unter 200 Euro. Ich habe jetzt Angebot, wenn ich jetzt eine Palette, diesen 200 Stück auf einer Palette kaufe, dann zahle ich pro Kompressor mehr als für eine komplette Kühlbox. Diesen Kompressor hier wird für eine ganze Kühlbox, die irgendwo angepriesen wird. Ja, wenn ihr Fragen habt, betreffend dem neuen Kompressor, ich weiß auch nicht Bescheid, Neuland, was da ist, Datenblätter kann ich euch unten verlinken, findet ihr von diesem Kompressor auch bei Secop auf der Homepage. Wenn euch 3D-Zeichnungen, Modelle interessieren, könnt ihr bei der Homepage runterladen. Bei uns haben wir jetzt 2 Kunden, die Interesse haben an ihrem Gerät, weil wir machen ja nicht nur Kühlboxen, sondern auch noch Gewerbegeräte. Seht ihr auch in diesem Video Marktansichten, da habe ich 2 Beispiele drin. Da geht es aber nicht um den Kompressor. Wenn ihr Interesse habt an dem Kompressor, im ganzen Aggregat, für irgendwie eine Sonderanwendung, meldet euch bei mir, meldet euch bei uns und wir sehen, was da machbar ist. Wir können es euch offerieren, wir können euch einen Prototyp bauen. Wir haben Secop Nanokompressoren jetzt in begrenzter Stückzahl am Lager, im nächsten Monat mehr. Schaut euch das Video hier von meiner Marktansicht und ich wünsche euch einen schönen Tag.